Hallo Leute, ich bin's wieder, der Chris, und willkommen zurück in Amnesia. Und ja, ich würde mal sagen, wir lassen den Maschinenraum hinter uns und werden uns jetzt erstmal mit etwas anderem beschäftigen. Irgendwie. Ah, man kann ja. Ja, stimmt. Ohne Sinn. So. Ach ja. Oh, was zum. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Okay. Ja. Aber mich wundert es nur, was man mit den Bohrteilen machen soll. Weil irgendwie. Man kann sie so wirklich kombinieren. Was? Hä, wieso ging das denn vorher nicht? Das habe ich doch schon mal versucht. Oder nicht? Da ist nichts drin. Okay, gehen wir mal wieder in den Lagerraum. Okay, mir kommt da so eine Idee, die vielleicht klappen könnte, aber es wäre etwas eigenartig. Vielleicht kann man die Fässer mit einem Bohrer aufmachen. Aber habe ich. Okay, vielleicht kann ich das als Behälter nehmen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Also, zack. Ah, okay. Ja. Okay. Hahaha. So. Okay, müssen wir den. Dann verwenden wir das mal wieder. Ey, das ist ja mal. Okay. Darauf hätte ich auch eher kommen können. Ja. Und. Ja, aber mal schauen, ob es explodiert. Wenn ja, dann habe ich ein kleines Problem. Ah. Ne. Okay. So. Na dann. Oh, 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 oh. Laufen. Da hat gerade jemand irgendwie gestöhnt und so. Oh. Ja. Okay, wir gehen jetzt mal. Ach so, wir können ja das jetzt sprengen. Hahaha. Geile Nummer, geile Nummer. Ja, genau. So. Eine hochexplosive Mischung. Dann gehe ich mal hier weg und zack. Ah. Na dann. Stehe ich zu dicht an der Explosion. Ja, pf, das ist mir auch irgendwie bewusst. Und jetzt? Ah, genau. Jetzt werfe ich einfach was drauf irgendwie. Präzisionswurf. Nein, scheiße. Dann ich mal das. Hässchen hier. Das müsste eigentlich klappen. Oh. 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 Und? Und? Ne, schade. Mann. Was? Wollte mich auf den Arm nehmen? Für die Schwingung erst dann durch, wenn du dich weit genug von der Explosion. Oh, oh, es brodelt, es brodelt, oh mein Gott! Okay. Okay, okay, okay. Och Mann, ey, ist das dunkel.
Ach du Scheiße. Dann gehe ich mal hier lang. Ah. Nee, das ist ein bisschen zu dunkel. Mann, ey. Kann man leider nicht aufmachen. Okay. Das war's schon. Oh, okay. Interessant. So. Schweine. Ha, eine Zünder. Ne, Zünderbuchse. Und vielleicht gibt es hier noch irgendwas Spannendes. Haha, Öl. Geil. Gibt's hier noch was? Das hat's jetzt gebracht. Ne, hier gibt's nichts. Das Geräusch. Egal. Gibt es hier noch eine Tür? Hier gibt es keine Tür. Okay. Da. Sonderboxe. Büchse. Mann. So. Das war's dann auch schon. Och Mann. Dieses Kind wird immer lauter. Wow. Okay. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Er mag mich nicht. Oh Gott. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Da ist das Licht. Kommt er nicht rein? Ich höre ihn noch. Ist das da jemand? Nein, wo ist er? Ist er weg? Der ist weg, oder? Wow. Ist er weg? Okay, ich hoffe, ich hab's geschafft. Ja. Ich hab's geschafft. Also eine Zünderbuchse. Büchse. Ich spreche das immer falsch aus. Nein. So, jetzt hab ich's geschafft. Zünderbuchse. Okay, so. Löschen wir das Ganze mal, weil ich muss jetzt mal mit dem Öl etwas sparsamer umgehen. Nicht, dass sowas wieder passiert, wo ich dann irgendwie gar nichts mehr habe. Och man, jetzt muss ich aber hier... Oh! Oh. Okay. Ja, da wurde wohl eine Frau erstochen. Beziehungsweise abgeschlochtet. Oh, ja, das sieht ein Land aus, wa? Oh Gott. Trauen wir uns mal. Oh mein Gott. Okay. Fuck. Was soll die Scheiße? Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Oh, Junge.
Was ist denn das hier? Eine Horrorparty oder wie? Alter Schwede. Bitte, bitte kein Monster. Okay. Aha, was ist... Ah, diese Stäbe. Und hier haben wir noch einen Brief. Und da war ein Geräusch. Egal, ich lese den Brief erstmal durch. Wenn kein vollständiger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studierzimmer geholt werden. Es könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. Okay. Ah, eine Zunderbüchse. Zunderbüchse, Mann. Ich, egal. Ja. Hier war doch irgendein Monster. Und das... Diese Musik ist auch so monsterig. Egal, ich trau mich einfach. Ah! Oh, verdammt. Wie sieht der denn aus? Richtig ekelhaft, ey. Okay, das musste mal sein. Okay, ich könnte mich jetzt trauen, da lang zu laufen. Ja. Oha, 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 das Bild verschwimmt. Kriegt er gleich einen Kollaps, oder? Okay, dreh dich nicht um. Er dreht sich um. Er dreht sich um. Er dreht sich um. Natürlich dreht er sich um. Wieso dreht er sich nicht um? Mein Gott, wieso? Kann er nicht einfach mal so dumm bleiben wie ein Zombie in einem Film, verdammt? Scheiße. Scheiße. Ich hab Angst. Große Angst. Und wieso ist das hier voller Blut? Mann, hä? Was ist das denn bitte? Das ist keine Motivation. Das ist voller Blut. Und ich bin hier... Oh Gott. Das ist ein Zombie. Er will mich töten. Nein, ich traue mich gar nicht rauszugehen. Ich bleibe jetzt hier einfach die ganze Zeit. Ha! Was will er tun? Na, was will er denn bitte tun? Oh. Ich hoffe, er ist lichtscheu. Ist er lichtscheu? Ich hoffe es. Bitte. Okay. Okay, okay. Ich traue mich wieder. Ich traue mich wieder. Weil hier scheint er nicht mehr zu sein. Vielleicht macht ihn das Feuer Angst. Vielleicht ist es auch so ein Primitivling, den man mit einer Fackel zurückdrängen könnte. Aber nein, wir haben ja keine Fackel. Wir haben ja nur eine Lampe. Beziehungsweise eine Laterne. So, der ist nicht mehr da. Ja! Okay, dieser. Okay, ich habe ein Problem. Dieser verdammte Zombie, der einfach mal zum Schönheitschirurgen sollte, ist dort wahrscheinlich immer noch. Nee, ich sehe nicht. Wo ist der? Muss doch irgendwo sein. Ich trau mich. Los, 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 los. Lauf, 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 lauf. Verdammt, verdammt, bitte hört auf, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Igitt, 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 Igitt. Ein Zombie. Er läuft mir hinterher. Er läuft mir hinterher. Er läuft mir gnadenlos hinterher. Ach du meine Güte. Wieso kann er nicht einfach mal... Mann, wieso kann er nicht einfach weg sein? Wieso kann er sich nicht einfach ziehen? Könnte er sich nicht einfach mal verpissen irgendwie wohin, wo man ihn nicht... was? Ist jemand da? Was ist das für eine Frage, verdammt? Da ist ein Zombie oder ein Monster oder was? Oh Gott. Scheiße. 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 Und hier ist noch Schwein. Was? Schwein. Das ist ja mal ein wenig crazy. Und der Zombie haut jetzt ab, oder was? Ich meine, was soll denn das? Wie soll ich an den Zombie denn vorbei? Oder Monster, was auch immer das sein soll. Ich weiß ja nicht, was es darstellen soll. Ich kann ihn gar nicht mehr gut kontrollieren. Er ist irgendwie so zitterig. Alter, 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 Alter. Das ist ja mal eine Tortur hier. Das ist ja mal... Oh Gott. Meine Fresse, ey. Okay, dann werden wir mal... Oh, verdammt. Okay. Wir wagen uns mal hier raus. Der Zombie scheint... Ja, ich kann ihn sehr schlecht kontrollieren. Und alles verschwimmt, wenn ich mich bewege.
Sieh dir das Licht an. Siehst du es? Und jetzt regeneriere dich oder was auch immer. Alter, 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 Alter. Okay, 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 okay. Ich höre das. Ich höre das Ding. Ich höre es. Mann, er soll sich mal beruhigen. Ganz ehrlich, das nervt. Diese Steuerung ist einfach scheiße, wenn er irgendwie so nervös ist. Geistiger Zustand. Ha, 3 Punkte, ja. Ist ja vielversprechend. Okay, Na? Na? Kann man die Tür jetzt öffnen? Sie lässt sich nicht bewegen. Ja, er ist hier nicht mehr. Ist er denn da hinten? Ich hoffe, er ist irgendwo abgehauen in irgendeinen dunklen... Oh. Ja, 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 ja. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ja, hintere Halle, wir haben es... Oh. Puh. Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, den er vor einigen Tagen getroffen hatte, einen solch schrecklichen Schatten warf. Alter, Alter, Alter. Okay, ab rein hier in dieses... Oh, was ist denn jetzt los? Herbert, wir haben ihn gefunden. Okay. Ja. Schon mal interessant, ne? So. Ja. Ich würde mal sagen, ich mache an dieser... Die war noch nicht da. Egal. Mann, jetzt sieht es gar nicht so schön aus. Okay, ich schneide es einfach ab. Haha! Okay. Ich sollte vielleicht aufpassen, dass hier nicht... Na, egal. Also Leute, ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich erst einmal Schluss und ich hoffe natürlich... Wartet mal. Ja, doch. Ja. Und ja, man hört sich beim nächsten Part. Also, bis dann. Ciao.